Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Legend of Grimrock 2. So, also bei dem Rätsel habe ich momentan nicht so richtig die Idee. Meine Ideen sind aus. Außer vielleicht einer Idee, dass wir noch irgendwas brauchen, was wir gerade nicht haben. Dann müssten wir es aber normalerweise hier irgendwo in der Nähe finden können. Also in der Nähe, relativ in der Nähe. Hoffe ich. So, Schuhe. Hat jeder seine Sachen nicht ganz? So. Jetzt hat jeder wieder seine Sachen. Irgendwie fehlt mir nicht ein Stein. Hatte ich nicht drei Steine? Wieso hast du zwei Steine? So. So passt das. Am besten, wir machen uns hier eine Markierung. Wir wissen noch nicht, was wir hier zu tun haben. Rätsel. Rätsel. 4 Dinge. Schreibe ich mal einfach mal. Wir brauchen hier 4 Dinge. So. Hier können wir noch mal ein bisschen nach Schaltern gucken. Zwei Türen, die wir aufmachen können. Und ein Gang. Aber da war nichts mehr, ne? Außer einem Stein. Ein leerer Raum. Ah, leere Räume sind irgendwie verdächtig. Wenn so laut dahinter irgendwas herumfliegt. Vielleicht ist hier irgendwo ein Knopf, den ich noch nicht bemerkt habe. Irgendwie eine andere Form oder eine andere Position. Nee, Moment. Scheint es nicht so zu sein. So, das heißt, da oder da? Es leuchtet so verdächtig. Ja, genau. Mit der Muskete. Ah, da ist der nächste.
muss gestehen, ich mag die gar nicht. Mist. Mich doch in eine Falle. 100%. Oh! Autsch! Haha! Einfach nur checken, ob hier hinter noch irgendwas ist, aber... Alter Schwede. Das ist mir doch ein bisschen weit. Nicht, dass mir hier hinten irgendwas dann den Weg abschneidet. Das ist immer dann das Schlimmste. Oh. Schuriken. Karte. Noch ein Schurik. Sieht soweit okay aus. Diese Fässer will ich erstmal nicht kaputt machen. Später aber schon. Und zwar möchte ich sie nicht kaputt machen, weil ich durch diese Fässer theoretisch umzingelt werden könnte. So ist das Ganze einfach nur ein langer Gang. Ich höre hier, glaube ich, auch Skelette. Boah, ich höre hier so viel, also... Es ist ja nicht mehr lustig. Bisher keine Knöpfe gesehen. Teleporter. Okay. Da ist ein Knopf. Schnell markieren. Knopf. Ich weiß noch nicht, was der macht, ob er Monster rauslässt oder... Keine Ahnung. Yeah.
Hier ist ein Knopf. Und da hinten ist irgendwie ein Knüppel oder so. Da ist eine Druckplatte. Noch ein Teleport. Was ist das? Das sieht aus wie eine... ich weiß nicht. Eine kleine Stahl und Vogel oder so. Das könnte... vielleicht ist das etwas, was ich brauche. Für dieses Rätsel. Oh oh. Das hört sich an wie Krabbe. Das ist eine Krabbe. Ein Schaden. Yay. Sehr vorsichtig sein mit den Krabben. Die können nämlich ziemlich tödlich sein. Ein Schaden. Oh. Jetzt hätte ich eigentlich gedacht, dass die Krabbe wegteleportiert wird. Ist aber nicht. Sechs Schaden. So, Krabbe ist weg. Hier ist hier ein Stein. Hallo Gesicht. Und ich höre noch eine Krabbe. Kristall. Hallo Kristall. So, du hast Hunger. Hallo. Scroll. Rock. Sword. Schwert. Stein. Schriftrolle. Boah. Das hätte der Tod sein können. So.
Feuer und wow, Blitz machen ungefähr gleich viel Schaden. Huch. Round Key. Oh, ein Schlüssel. Die Krabbe hatte einen Schlüssel. Lexiconary. Na gut, die Zeit ist mal wieder reif für eine Pause. Die Zeit ist reif für eine Pause. Ja, so ist es. Deshalb mache ich jetzt eine Pause und sage vielen Dank fürs Zugucken. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage tschüss und bis bald.